Hallo, ich bin das Tischl und ich zeige euch heute, wie man mit wenig Fantasie und ohne Skills tolle Sachen kochen kann. Und während die Köchin zu blöd ist, die Nudeln in den Topf zu schmeißen, verwackelt der unprofessionelle Spast hinter der Kamera das Bild. Zuerst kippen wir Wasser über die Nudeln. Beim Umrühren erstmal was twittern. Staub. Plump. Und dann kippen wir die ganze Pampe in ein Nudelsieb. Und dann geben wir ein wenig Olivenöl in eine sehr zerkratzte Pfanne. Und nun die Nudeln in die Pfanne. Brutzel, 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 brutzel. Ich rühre die Nudeln um, ich rühre die Nudeln um. Doch nicht. Käse, 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 Käse. Zeit für ein wenig Pfeffer. Und ein wenig Pfeffer. Erstmal eine Runde durchkneten. Pfeffer! Wir verfeinern die Nudeln mit Käse, während der inkompetente Vollidiot hinter der Kamera das Bild verwackelt. Außerdem Pfeffer. Jetzt noch ein wenig Kräuter, damit es gesund aussieht. Pfeffer. Ganz professionell drin rumstochern. Hatten wir schon Pfeffer? Plump. Und dann versuchen wir einhändig, das Ganze auf einen Teller zu kippen. Und jetzt schieben wir das Ganze einfach sinnlos auf unserem Teller herum. Etwas Grünes. Oh Mann, sieht das gesund aus. Ich hoffe, ich konnte euch heute beweisen, dass Essen gesund und lecker aussehen kann, wenn man grünes Zeug darüber wirft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Zischel.